Ja, hallo, moin moin. Es ist mal wieder ein Leseschatz ins Taschenbuch gekommen. Also ein Buch, was ich schon mal im Leseschatz, leseschatz.com, komplett besprochen hatte. Nur jetzt in der Taschenbuchausgabe eine feine, kleine, schöne Ausgabe. Katja Kettu, die Unbezwingbare. Katja Kettu ist durch das Wildauge sehr bekannt geworden und hat hier einen Roman geschrieben, der es versteht, uns das Grausen zu lernen und das Mystische mit der brutalen Realität verbindet. Übersetzt wurde es von Andrea Plöger aus dem Finnischen und erzählt halt aus finnischer Sicht die Geschichte der First Nation. Es spielt nämlich in einem Reservat in Minnesota. Rose, die dort lebt, ist verliebt, beziehungsweise liebt ihren Mann, Etu, der aus Finnland nach Amerika gekommen ist und sich in sie verliebt hat und eine Familie gegründet hat, und Lempi ist ihre gemeinsame Tochter. Rose ist eines Tages plötzlich verschwunden. Etu scheint daran zu zerbrechen. Er auch immer wieder die Behörden involviert, beziehungsweise die Polizei bittet, nach ihr zu forschen. Er stellt Vermisstenanzeigen. Aber da seine Bitte als Einwanderer und dann auch aus dem Reservat kommt, wird dieser Bitte nicht so nachgegangen, wie es eigentlich sein müsste. Und er zerbricht daran, er wird fast schon wahnsinnig und verzweifelt. Lempi hat das Reservat schon verlassen. Sie lernt draußen und ist hin und her gerissen zwischen den Kulturen. Für die einen ist sie zu weiß, für die anderen ist sie die Weiße. Jahre später bittet sie Etu, ihr Vater, zurückzukommen, weil es ist wieder ein Mädchen verschwunden. Das war das, was die Mutter, also Rose, rausgefunden hat, dass immer wieder Mädchen verschwinden. Lempi reist jetzt zurück und kriegt die Schreiben von Etu vorgelesen, beziehungsweise Briefe von Rose zu lesen, in denen sie ihre Geschichte erzählt. Und gleichzeitig schreibt sie auch Briefe, die wir auch zu lesen bekommen, und tauchen ein in die gruselige Geschichte, die wahre Wahrheit in sich birgt. Die Geschichte der First Nation, voller Missbrauch, voller Gewalt, voller Brutalität, voller Missachtung auf die First Nation, auf die Frauen, und das auf eine sehr poetischen Weise geschrieben, dass dieses Buch wirklich begeistert durch die Sprache. Und wenn man sich darauf einlässt, auf diese besondere Sprache und auf diese Geschichte, wird man belohnt, weil man dieses Buch einfach inhaliert, aufnimmt und mehr versteht, mehr unsere Welt versteht, etc. Die Unbezwingbare von Katja Kettu. Nochmal nachzulesen, wie ich schon sagte, auf leseschatz.com. Ich wünsche euch lesende Stunden, bleiben Sie belesen, haben Sie viel Spaß beim Lesen und denken Sie daran, Bücher beim Buchhändler. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.